So, und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir sind immer noch mit Aloy unterwegs, haben uns letztes Mal so ein bisschen an diesem Donnerkiefer verzockt fast, sind aber jetzt wieder auf dem Weg, um eine Programmunterfunktion zu finden und werden das auch irgendwie geregelt kriegen. Und das Ganze werden wir nach dem kurzen Intro diesmal aber wirklich mit dem Weg machen. Bis gleich. So, und dann bewegen wir uns jetzt mal wirklich hier. An dem ganzen Zeug vorbei. Da liegt der ausgeschlachtete Körper noch. Dein Vorrat schadet nicht. Ich habe nebenbei so ein paar Tiere gesammelt, weil wir müssen ja auch noch genug Material haben, um Medizinbeutel und also was ausbauen zu können, ne? Guck mal, hier ist die. Da kriegen wir die Krötenechsen. Ja, und wie wird jetzt Entchen sagen? 3000 Jahre später. Genau, und irgendwie finden wir immer irgendwie was. Brauchen ja nicht das Nabelschwein. Wir wollen ja das hier suchen. Setzen wir uns mal eine Zielmarkierung in die Richtung. Dann hoffen wir mal, dass wir diese Echsen hier auch Kannst du finden, meinen ne? Beutel auffüllen? Und war es das Passende? Krötenechse, jawohl, Präzisionsfallköcher kann verbessert werden. An einer passenden Werkbank. Geht doch. So, aber jetzt erstmal hier in die Richtung weiter. Das müsste der Weg sein und dem folgen wir jetzt einfach mal. Und ich reite jetzt auch extra nicht auf dem Donnerrücken, damit wir hier nichts verpassen, was. Schuckwalla! Ist doch cool. So, ein Lagerfeuerchen. Was haben wir hier oben? Da war ich wohl definitiv zu schnell gewesen. Aber wie gesagt, kriegen wir auch alles noch hin. Ups.
Na, guck, da hat sich die Reiseplanung geändert. Sehr schön. Jetzt geht's dann doch wohl nach Detmold. Ich nähere mich Ethers Standort. Gaia sagte, er wäre in einer Art physischem Prozessor. Was haben wir da? Feuerdornrücken. Okay. Aber mit denen habe ich ja nichts zu schaffen, ne? Das meinten sie anscheinend. Okay. Schön, die Sümpfe hier. Ethas Koordinaten, eine Siedlung. Eine alte Ruine, die zur Tenakt-Festung wurde? Könnte Aether da drin sein? Mich umzusehen wird nicht einfach, wenn überall Tenakt-Krieger sind. Unsere Marschälle sind tot. Viele Soldaten mehr seitdem getötet. Und Regalas Armee wird nur immer. Regalas Truppen erscheinen jetzt vielleicht stark, aber. Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss nicht die Visionen. Die Alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie standhaft. Sie wankten nicht. Und wir auch nicht. Blut der Zehn. Du bist gekommen. Du weißt, wer ich bin? Oh, die Kriegerin mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Fahrlicht besiegt hat. Ja, du bist uns bekannt. Ich bin Decker, Kaplanin des Tiefland-Clans. Willst du zu Häuptling Hikaru? Nicht ganz. Ich brauche etwas von hier. Was immer du brauchst, wird der Häuptling erfüllen. Komm. Eine der Visionen, die du erwähnt hast? Ja. Die Berichte der Zehn. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Diese Visionen. Du sagtest, es sind Berichte der Zehn. Wer ist das? Die Alten, die genau an diesem Ort heldenhaft gegen die Maschinen kämpften vor langer Zeit. Die Visionen ehren ihre Taten. Zumindest was noch übrig ist. Damit wir sie preisen und nie vergessen. Es gab mal mehr von diesen Visionen? Viel mehr. Dieser Ort war einst voller Licht und Klang. Doch mit den Jahren stürzten sie ins Dunkel. Eine nach der anderen. Darum sind Kaplane so wichtig für den Stamm. Wir merken uns möglichst viele Visionen. Sie sind Teil von uns und werden mündlich weitergegeben über die Generationen. Einst mag der ganze Hain dunkel sein. Doch die Kaplane, die mir folgen, halten die Erinnerungen am Leben. Was machst du hier als Kaplanin? Wer die Jugend überlebt, studiert die Visionen und teilt die Weisheit mit den Jungen. Welche Weisheit? Wie man ein wahrer Krieger ist. Wie man tapfer und ehrenvoll kämpft. Und wann Frieden die bessere Wahl ist. Das wirst du selbst sehen, wenn wir hineingehen. Warum wünscht Hikaru, mich zu sehen? Wir sind im Krieg mit Regala. Und du hast bewiesen, dass du ihr gewachsen bist. Ich bin nicht hier, um für euch zu kämpfen. Nicht für uns, mit uns. Doch ich will dich nicht überreden. Das macht der Häuptling. Er kann sehr überzeugend sein. Na schön, gehen wir zu Häuptling Hikaru. Er ist im Thronsaal, am Ende des Hains. Komm, sei willkommen in den Berichten der Zehn.
Okay, das klingt interessant. Aber was haben wir denn hier an Kampfbericht? Es ist defekt, unvollständig. Die Zehn waren treue Soldaten, die zusammenarbeiteten und ihre gemeinsamen Pflichten teilten. Als es Zeit für den Kampf war, stiegen sie in den Himmel auf und erlangten schnell Ruhm. Alle Tenakt wollen ihrem Beispiel folgen. Vor dem Häuptling war dies eine der wenigen Sachen, die die Clans gemeinsam hatten. Okay, Kampfpiloten also. Daten beschädigt. Textdatenpunkte. Museum. Die sind in einem Museum hier. Ist das Original der Residentenverfügung 2036 300.073 H, die vom Kongress bewilligte Notstandsermächtigung nutzte, um die Evakuierung der meisten Bezirke im Gebiet von Los Angeles, Las Vegas und Phoenix anzuordnen. Familien und Einzelpersonen sollten zunächst in provisorischen Lagern untergebracht werden, bevor neue Unterkünfte in bewohnbaren Gebieten für sie gefunden werden sollten. Um die Verfügung durchzusetzen, drohte die Regierung, bestehende Verträge zur Wasserversorgung zwischen dem Nordwesten und dem Südwesten für nichtig zu erklären und der Drei-Staaten-Heißzone buchstäblich den Hahn zuzudrehen. Für die Befürworter der 73H eine humanitäre Maßnahme, um Rohstoffe zu sparen und den von Klima geplagten Familien des Südwestens einen Neustart zu ermöglichen. Für die Gegner war es eindeutig eine Lockvogeltaktik. Die Bundesregierung brach ihren Vertrag mit Medina für eine gierige Landübernahme, die Enteignung zur Sicherung von Abbaurechten einzusetzen. Gleichzeitig sollten Flüchtlinge aus dem Südwesten in eingezäunte Lager gesperrt werden, die schnell als 73er Hölle verunglimpft wurden. Eine Regelung, die auf starke Daten beschädigt. Ja, wahrscheinlich starken Widerstand stieß. Hier gibt es echt viel zu entdecken. Minimale Beschädigung. Hi Andy, kannst du die zuständigen Leute aus der Wartung, die auf der Aufsicht und vom Sicherheitspersonal bitte über die neuen Öffnungs- und Schließungsprotokolle informieren? Dwight und Shana vom Musek wissen schon Bescheid. Danke. Öffnen der Galerieräume. Holographische Displays 15 Minuten vor der Öffnungszeit einschalten. Schaukästen auf Verschmutzung überprüfen und gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch säubern. Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Außenbereichen prüfen. Schließen der Galerieräume. Sicherstellen, dass die Putzroboter ihre Hygienerunden beendet haben. Auffüllen von Beständen überprüfen. Reinigung bestätigen, normalerweise mit NET. Putzkräfte zum Personaleingang geleiten. Letzte Runde Übergabe an den Nachtsicherheitsdienst über Musek. Museum durch den Personaleingang verlassen. Soldaten in einem Dschungel. Waren das die Zehn? Ja, sie wussten das Dickicht des Dschungels zu nutzen, um den Feind abzulenken und den perfekten Moment abzupassen. Hey, vor einigen Generationen nahm mein Tiefland-Clan sie als Vorbild, als sie den Dschungel im Südwesten eroberten. Okay. Du hast eine Aufnahme der alten Welt? Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Osseram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tenakt-Gebiet stehlen. Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Delta Juliet 9, Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Weidmanns Heil.
Verstanden. Wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9, Ende. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Osseram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit der Zehn darf nicht vergessen werden. Ich bin nicht sicher, was du mit den Zehn meinst. Diese Stimmen kamen aus der letzten Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht? Ich könnte mehr darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten finde. Diese Stöberin sagte, dass es in den Trümmern alter Flugmaschinen weitere Aufnahmen geben könnte. Sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Ja. Die Kiste mit den Stimmdaten sendet ein Ortungssignal aus. Damit könnte ich die anderen finden. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt werden. Welche Opfer diese alten Soldaten auch gebracht haben, wir werden sie würdigen. Lass mich wissen, wenn du eine loswerden möchtest. Gibt es viele Osseram-Stöberer im Tenakt-Gebiet? Immer weniger, wenn wir sie erwischen. Aber diese diebischen Ratten tun einfach alles für Scherben. Es kommen immer wieder einige, trotz des Risikos. Und was macht ihr mit denen, die ihr kriegt? Stöberer verbringen ihr Leben im Staub. Wir vergraben sie drin. Lebendig. Warum möchtest du diese Aufnahmen? Jede Schlacht lehrt die Soldaten. Wir sollten diese Lektion lernen und die Gefallenen ehren. So sind wir eben. Wenn ich mehr dieser Aufnahmen finde, bringe ich sie zu dir. Okay. Flugschreiber sammeln, auch eine nette Idee. Ausstellungen ermöglichen uns, ihre letzten Momente mitzuhören. Mit einem von Sterling Malkett freundlicherweise zur Verfügung gestellten Interface können wir uns jeden Flugschreiber anhören, der das Industriestandard RFR Verschlüsselungsprotokoll Version 3, 5, 4 oder höher verwendet. Geben Sie einfach einen Flugschreiber ins Interface ein und hören sich die Inhalte an. Wir bitten dabei um respektvolle Ruhe, da Sie die Stimmen der Gefallenen hören. Okay. Der Gedenkhain. Sauber geschriebene Katscha-Glyphen im Faschis unverkennbare Schrift, offensichtlich Teil eines Tagesbuches. Von Deka der Weise und geduldigen Kaplanin des Tiefland-Clans habe ich endlich die Antwort auf eine Frage erhalten, die mich lange gequält hat. Vor meiner Gefangennahme war die einzige Tenakt, mit der ich je ein Gespräch geführt habe, wenn man es so nennen kann, eine Gefangene in Sonnenfels, die davon redete, ihren Feinden ihr Blut und ihre Kinder zu nehmen. Ihr Gezeter schien die entsetzlichen Geschichten über die Tenakt zu bestätigen, die ich in meiner Jugend gehört hatte. Doch in all meiner Zeit im verbotenen Westen bin ich nie Zeuge solch barbarischer Taten geworden. Ich wollte wissen, ob ein Körnchen Wahrheit in den Worten der Gefangenen zu finden war. War es, Deka erklärt mir, dass so etwas früher tatsächlich vorgekommen ist? In der Zeit der ständigen Kriege zwischen den Clans, mit Häuptling Hekarus Aufstieg wurden diese Praktiken geächtet, kommen aber noch vor. Einige versprengte Aussätzige und Verbannte halten noch daran fest. Interessanterweise waren die Taten selbst nie so bösartig, wie die Katscha sie dargestellt haben. Das Schmecken des Blut eines Feindes sollte dessen Tat im Kampf ehren, und verwaiste Kinder wurden aus eroberten Siedlungen mitgenommen, um sie als gleichwertige Mitglieder ihres neuen Clans aufzuziehen, was als barmherzige Lösung angesehen wurde. Ich kann nicht anders, als mich selbst in diesem Licht zu betrachten, als eine Art Weise, die in einen neuen Stamm aufgenommen wurde. Es war nicht einfach, und es gibt immer noch einige in den Clanern, die mich ablehnen, aber je mehr ich über mein neues Volk erfahre, desto mehr Edles kann ich erkennen, was in den Aufzeichnungen der Katscha gar nicht erst erwähnt wurde. Okay. Mein Fokus kann Funkbarken aus diesen Aufnahmegeräten finden. Das sollte mir helfen, andere zu finden, die noch da draußen sind. Holographischer. Was ist das? Er wurde vom Häuptling dort platziert. Frag ihn, wenn du neugierig bist. Es ist seine Geschichte. Okay.
Und noch ein Datenpunkt. Willkommen in der Halle der Helden. Dieser Raum erinnert an Roberto Medina, der den Feldzug gegen die Regierung und ihre Flotte von General Synthetics Kampfdrohnen finanzierte und anführte. Oberst Edward de la Hoya, Kommandant der JTF-10, brillanter Stratege und Veteran, der die zahlenmäßig überlegenen Regierungstruppen abwehrte. Oberst Anna Faraday, die legendäre Rednerin, die die ersten Versöhnungsversuche einleitete, sowie alle, die während des Feldzugs und der Schlacht in der Mojave ihr Leben ließen. Der Häuptling ist drinnen. Bist du bereit für ihn? Ich möchte mich noch umsehen. Wie du wünschst. Okay. Ich glaube, wir gucken erstmal noch ein bisschen hier. Okay, das hatten wir schon. Ja, ich gehe mal davon aus, das meiste haben wir jetzt hier gesehen, ne? So, aber da ich jetzt mal vermute, dass jetzt nochmal eine längere Textsequenz folgt, würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal eine kurze Folge, nachdem die letzte Jahr länger war. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit dem Häuptling. Also, bis dann. Ciao, ciao.